Wusstest du? Du kannst unsere Hörspiele viel bequemer auf Spotify, Apple oder Amazon Music streamen. Am besten folge unserer Playlist dort. Und jetzt viel Spaß! Als ich den neuen Freund meiner besten Freundin zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Als ich in seine kastanienbraunen Augen sah, hatte ich das Gefühl, dass ich diesen Jungen kannte. Irgendwoher. Aber woher genau, konnte ich nicht sagen. Und ich war mir sicher, dass er kein guter Mensch war. Der Freund von Lisa, so hieß meine beste Freundin, stellte sich mir als Derek vor. Er war höflich, nett, lächelte charmant. Eigentlich ein toller Kerl, würde jeder wohl denken. Und dann noch sein gutes Aussehen. Aber ich war in der Lage, hinter die Fassade zu blicken. Und wie gesagt, irgendwoher kannte ich diesen Kerl. Diese Augen, ja, diese Augen, in die hatte ich schon mal hineingeblickt. Ich kannte diesen unverkennbaren, stechenden Blick von Derek. Der Abend, an dem ich Derek kennenlernte, war daher alles andere als amüsant für mich. Wir trafen uns bei Lisa zu Hause, zum Glück auch noch mit zwei Freunden von Derek, sowie zwei weiteren Freundinnen von uns. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir bloß zu dritt gewesen wären. Es hätte vermutlich ausarten können. Wir kochten alle zusammen und spielten Spiele, aber ich konnte nichts davon wirklich genießen. Ständig beobachtete ich Derek. Ein paar Mal blieb mein Blick sogar buchstäblich an ihm kleben. Ich überlegte stark und versuchte mich zu erinnern. Woher nur kannte ich ihn? Und woher kam dieses Gefühl, dass ich genau wusste, dass er gefährlich ist? Ja, ich war mir sicher, der Junge war brandgefährlich. Und ich musste Lisa vor ihm beschützen. Und im Verlaufe des Abends schien sich mein Gefühl zu bestätigen. Denn ich ertappte auch Derek mehrere Male dabei, wie er mich ansah, wie er mich beobachtete. Und dabei hatte er immer diesen Blick mit seinen kastanienbraunen Augen, der so wirklich nichts Gutes verhieß. Meine Freundin und vor allem Lisa merkten schnell meine schlechte Stimmung. Sonst war ich nämlich immer diejenige, die die gute Laune verbreitete. Verbergen konnte ich auch nichts, denn das Ganze machte mich wahnsinnig. Woher kannte ich Derek? Woher nur? Ich war froh, als der Abend dann endlich vorbei war. Die Worte, die ich zu dem Gespräch beigetragen hatte, konnte man gefühlt mit einer Hand abzählen. Mit Derek selbst hatte ich nicht direkt interagiert. Das Gute war jedoch, dass Derek an diesem Abend nicht bei Lisa blieb, um dort zu schlafen, sondern nach Hause ging. Also sagte ich Lisa, während sich alle verabschiedeten, dass ich noch unbedingt mit ihr reden musste. Lisa war froh, denn auch sie wollte wissen, was mit mir los war. So hatte sie mich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, sagte sie mir. Und dann platzte es schon aus mir heraus. Ich machte mir keine Umstände, ihr von dem unangenehmen Gefühl, das ich wegen Derek hatte, schon zu erzählen. Natürlich reagierte Lisa zutiefst schockiert von dem, was ich ihr da gerade gesagt hatte. Verständlich natürlich. Ich meine, so etwas klingt ja auch nicht normal. Und woher sollte ich Derek denn schon kennen? Da ich aber Lisas beste Freundin war, vertraute sie mir aber auch. Sie nahm das, was ich ihr sagte, ziemlich ernst und reagierte nicht beleidigt oder abweisend. Das wusste ich wirklich sehr zu schätzen. Trotzdem war mir aber klar, dass es ja keine richtige Lösung für diese Situation geben konnte. Solange alles, was Derek betraf, für mich nur ein Gefühl war und ich mich aber nicht erinnern konnte, ihn noch nur jemals getroffen zu haben, gab es ja keinen richtigen Anhaltspunkt. Und Lisa liebte Derek sehr. Sie versicherte mir mehrmals, was für ein lieber Mensch er war und wie sehr er ihr guttun würde. Sie vermutete, dass mich Derek bestimmt einfach nur an irgendjemanden anderen erinnerte, der genau die gleichen Augen hatte. Nachdem wir etwa anderthalb Stunden diskutiert hatten, entschied ich mich letztendlich dagegen, auf Lisa stark einzureden. Das würde letztendlich wahrscheinlich nur zu einem Streit führen und sie würde mich für verrückt halten. Trotzdem, ich war mir hundertprozentig sicher, ich verwechselte Derek mit niemandem. Ich kannte ihn. Und ich musste Lisa vor ihm beschützen. Doch jetzt gab es nichts, was ich tun konnte. Das musste ich einsehen. Also gab ich Lisa erstmal recht, obwohl es mir missfiel, und verabschiedete mich dann von ihr. Es war nur klar, was ich zu tun hatte. Ich musste herausfinden, wer Derek war, woher ich ihn kannte und noch viel wichtiger, was er vorhatte.
der Nacht nach dem Treffen mit Derek schlief ich sehr, sehr schlecht. Ich war unruhig, wälzte mich oft umher. Und dann hatte ich da diesen Traum, einen sehr realen Traum. Ich war in einem Käfig eingesperrt, einem ziemlich großen Käfig. Um ihn herum waren Zuschauerränge. Das alles erinnerte an eine Art Arena, eine Art Gladiatorenarena. Es war zwar dunkel, aber trotzdem konnte ich sehr gut die Gestalt erkennen, die sich mir allmählich von der anderen Seite näherte. Die Person war in einen Mantel gehüllt, hatte eine Kapuze auf. Der untere Teil des Gesichts war bis zur Nase von einer Maske bedeckt. Die Gestalt kam immer näher auf mich zu und zückte dann irgendwann ein Messer. Ich schrie vor Angst, doch aus meinem Mund kam kein Ton heraus. Stattdessen hörte ich aber gleich mehrere Menschen schreien, und zwar von den Rängen. Zuschauer waren plötzlich aus dem Nichts erschienen. Sie feuerten uns an, und genauso plötzlich, wie diese aufgetaucht waren, manifestierte sich dann plötzlich ein Messer in meiner rechten Hand. Ich starrte zu der Gestalt, die jetzt nur noch etwa 3 Meter vor mir stand. Sollte ich mit ihm jetzt etwa um Leben und Tod kämpfen? Ja, genau, das sollte ich. Denn die Gestalt erhob das Messer, rannte auf mich zu und begann auf mich einzustechen. Ich versuchte zwar, mich zu wehren, doch ich hatte nicht die geringste Chance. Der Mann, ja, es war ganz klar ein Mann, war viel stärker als ich. Der Kampf war so schnell vorbei, wie er angefangen hatte, während ich nun blutüberströmt auf dem Boden lag mit zahlreichen Stichwunden. Jubelte die Menge wie verrückt und feuerte die Gestalt an, mir nun den letzten Gnadenstoß zu verleihen. Und genau das wollte der Mann auch tun. Er kniete sich auf meinen Körper und erhob sein Messer auf der Höhe meines Gesichtes. Und während er das tat, konnte ich seine Augen erkennen. Vor Schreck erstarrte ich, denn da waren sie wieder, diese unverkennbaren, kastanienbraunen Augen, die mich böse anfunkelten. Das waren Dereks Augen. Es waren nur etwa 2 Sekunden, in denen ich diese Augen sah, dann stach die Gestalt zu und alles um mich herum wurde dunkel. Schweißgebadet wachte ich auf. Ich atmete schnell und laut. Ich musste mich erst einmal beruhigen und das dauerte eine Weile. Und dann realisierte ich, dass ich all das nur geträumt hatte. So real hatte sich das Ganze für mich angefühlt. Ich schaute auf die Uhr. Wir hatten 5:30 Uhr morgens. Eine Dreiviertelstunde hatte ich noch. Dann musste ich aufstehen. Doch an Schlafen war für mich in dieser Situation gar nicht mehr zu denken. Ich hatte keine Ahnung, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Doch ich war mir sicher, dass er etwas zu bedeuten hatte. Und ich konnte mir jetzt noch sicherer sein, dass ich Derek schon einmal gesehen hatte. Diese kastanienbraunen Augen waren von ihm und von niemand anderem. Daran bestand absolut kein Zweifel. Doch so mehr meine Gewissheit stieg, so stieg auch meine Angst um Lisa. Ich musste sie retten, und zwar so schnell wie möglich. Doch ohne Beweise ging das nicht, also musste ich welche finden. Aber ich wusste auch schon, was ich zu tun hatte, wo ich höchstwahrscheinlich die Antwort finden würde, und zwar in meiner eigenen Vergangenheit. Denn meine Vergangenheit war für mich ein großes Rätsel. Mit 5 Jahren wurde ich nämlich adoptiert, aus einem Waisenhaus. Dafür bin ich auch mehr als nur dankbar. Ich habe ein wunderbares Leben und liebende Eltern, aber trotzdem lässt mir das Rätsel um meine Vergangenheit keine Ruhe. Ich hatte keine richtigen Erinnerungen an die Zeit, bevor ich adoptiert wurde, nur sehr, sehr fragile, verschwommene Erinnerungsfetzen. Ich hatte keine Ahnung, wer meine leiblichen Eltern waren. Mir wurde erzählt, dass ich als Baby vor die Tür des Waisenhauses gelegt wurde. Ich hatte sie also nie richtig kennengelernt. Die einzige Person aus meiner Vergangenheit, an die ich mich zurückerinnern kann, war Mr. Dalton. Er war der Besitzer des Waisenhauses und kümmerte sich um uns Kinder. Ich weiß, dass er ein sehr netter Mann war, der uns Kindern sehr viel Freude bereitet hatte. Aber wie schon gesagt, so wirklich klar und deutlich konnte ich mich an gar nichts erinnern. Das Erste, was ich jetzt also tun würde, war mit meinen Eltern über alles zu reden. Ich hatte sie schon oft über meine Vergangenheit ausgefragt, aber sie wussten natürlich auch nichts. Sie hatten mich damals einfach nur adoptiert. Mit meinem vorherigen Leben hatten sie nichts zu tun. Trotzdem, ich wollte ja auch nicht mit ihnen reden, weil ich mir Antworten von ihnen erhoffte, sondern vielmehr ihre Unterstützung. Ich hatte nämlich sowieso schon vor, es eines Tages einmal zu machen, und nun war der richtige Zeitpunkt. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ich würde meine Eltern bitten, mit mir dorthin zurückzufahren. Dorthin, wo ich als kleines Kind aufgewachsen war. Zum Waisenhaus von Mr. Dalton. Ich wartete bis nach der Schule, bevor ich meine Mutter darauf ansprach. Solch eine Sache konnte man nicht einfach so am Morgen im Stress zwischen Tür und Angel besprechen. Also sagte ich meiner Mutter am Nachmittag dann, dass ich unbedingt mit ihr reden musste. Wir setzten uns an den Tisch, tranken Tee und dann erzählte ich ihr die ganze Geschichte. Von meinem Treffen mit Derek bis hin zu dem schrecklichen und rätselhaften Traum, den ich mit ihm hatte. Meine Mutter war nicht weniger erschrocken als ich, als sie mich davon erzählen hörte. Meine Mutter schlug vor, dass ich vielleicht sogar mit Derek selbst darüber sprechen sollte, aber ich war mir unsicher. Schließlich war ich mir ja sicher, dass Derek gefährlich war. Meine Mutter und ich entschieden uns also dazu, dass wir morgen mein altes Waisenhaus besuchen würden. An diesem Abend war ich also etwas erleichterter. Ich hatte die Hoffnung, bald Antworten zu finden und so Lisa vor Derek beschützen zu können. Doch nur etwa eine Stunde nach dem Gespräch mit meiner Mutter bekam ich dann plötzlich einen Anruf von ihr. Hallo, Lisa? Ist alles okay? Vanessa, wir müssen reden, rief Lisa nervös ins Telefon und sofort läuteten bei mir alle Alarmglocken. Kannst du bitte so schnell wie möglich zu mir kommen? Ja klar kann ich das, antwortete ich und auch ich wurde jetzt nervös. Sag mal, ist Derek bei dir? Lisa blieb für ein paar Sekunden stumm, ehe sie dann antwortete. Nein, er war bis eben gerade hier. Jedoch ist etwas passiert und wir müssen unbedingt reden. Komm also, und zwar schnell. Als ich dort ankam und sie mir dann die Tür aufmachte, atmete ich erstmal erleichtert auf. Gott sei Dank, sie war wohlauf. Doch gut schien es ihr nicht zu gehen. Nein, alles andere als das. Sie schaute mich extrem ängstlich an und sie zitterte am ganzen Körper. Ich nahm sie erstmal fest in den Arm und versuchte sie zu beruhigen. Erst dann gingen wir zusammen zu ihr ins Zimmer und sie erzählte mir, was gerade eben vorgefallen war. Wie bereits zu erahnen war, ging es um Derek. Die beiden hatten einen heftigen Streit gehabt und dabei ging es um mich. Zuerst dachte ich, dass Lisa ihn auf mich angesprochen, von unserem Gespräch gestern Abend erzählt hatte, doch das hatte sie nicht getan, denn Derek selbst hatte von mir angefangen. Wir saßen im Bett und haben gequatscht, haben rumgeknutscht, alles war so schön wie immer, doch ich habe gemerkt, dass mit Derek irgendwas los war. Da war irgendwas, das wusste ich sofort. Also habe ich ihn drauf angesprochen. Und dann wurde Derek auf einmal total ernst. Allein das hat mir ganz schön Angst gemacht. Und dann hat er gesagt, dass es mit dir zu tun hatte. Dass er nicht weiter mit mir zusammen sein könnte. Zumindest nicht, solange ich mit dir befreundet bin. Was? Ich starrte Lisa verwirrt an. Aber warte, das war erst der Anfang. Dann ist richtig eskaliert, Vanessa. Das war alles so unwirklich. Vanessa fing an zu weinen, als sie weitererzählte. Derek ist völlig ausgerastet. Ich habe ihn gefragt, wie er denn jetzt dazu kommt, sowas zu sagen. Aber er meinte ständig nur, ihre Augen, Lisa, ihre Augen. Er war wie aufgescheucht. Und dann hat er noch mehr Dinge gesagt. Und was für ein paar mehr Dinge? Und während ich das fragte, spürte ich, wie es langsam kalt um mich herum wurde. Naja, dass er dich umbringen will, dass er dich beseitigen muss. Und dann hat er immer noch wieder, ihre Augen gesagt. Jetzt bekam ich es mit der Angst zu tun. Auch ich begann nun leicht zu zittern. Wo ist Derek jetzt? Flüsterte ich. Er ist nach Hause gefahren, keine Sorge. Sonst hätte ich dich ja niemals hierher kommen lassen. Ich habe nachher noch mit ihm telefoniert und da schien er auf einmal wieder völlig normal. Zuerst verstand ich gar nichts mehr. War Derek etwa verrückt? War er etwa geistesgestört? Doch dann kam mir da so ein Gedanke. Sag mal, fing ich an, war Derek vielleicht früher mal in einem Waisenhaus? Lisa erstarrte, als ich ihr diese Frage stellte. Aber woher weißt du das?
flüsterte sie und sah mich dabei an, als hätte ich gerade das Geheimnis des Universums entschlüsselt. Also war er da, gab ich mindestens genauso geschockt zurück. Das weiß keiner, erwiderte Lisa. Wirklich keiner, nicht einmal seine Lehrer und seine engsten Freunde. Derek wurde von seinen jetzigen Eltern adoptiert. Davor ist er in einem Waisenhaus aufgewachsen. Seine leiblichen Eltern kennt er nicht. Aber Vanessa, sag mir mal, woher zur Hölle weißt du das denn? Lisa sah mir in die Augen und ich sah zurück. Jetzt war es an der Zeit, ihr auch meine Geschichte anzuvertrauen. Denn auch ich hatte das Geheimnis, dass ich adoptiert wurde, bisher zurückgehalten. Also erzählte ich Lisa alles. Vom Waisenhaus, von Mr. Dalton, von meiner Adoption, von dem Traum, den ich gestern Nacht gehabt hatte und natürlich auch von meiner Vermutung, dass meine Vergangenheit mit Derek irgendwie in Verbindung stehen musste. Es dauerte eine Weile, bis Lisa das, was ich ihr erzählt hatte, fürs Erste verdauen konnte. Immerhin war das ja ganz schön viel auf einmal. Ich war seit nun über 8 Jahren ihre beste Freundin und das war eine ziemlich harte Nuss, vor allem angesichts der Umstände. Denn dazu kam ja das ganze Mysterium um Derek. Lisa und ich hatten also jetzt 2 Optionen. Entweder wir gingen nun zu meiner Mutter und fuhren noch heute Abend zum Waisenhaus, oder wir wagten den Schritt, indem wir Derek in alles einweihten und ihn mitnahmen. Ein Gespräch mit ihm würde sicherlich helfen, um Antworten zu finden. Trotzdem bestand dabei aber die Gefahr, dass Derek mir etwas antun konnte nach seinem Ausraster, auch wenn er sich scheinbar jetzt wieder beruhigt hatte. Das war das große Problem, was wir hatten. Wir konnten die Situation nicht gut genug einschätzen. Wir wussten nicht, woher dieser Wutausbruch von Derek auf einmal kam. Was sollten wir jetzt tun? Doch die Entscheidung wurde uns abgenommen. Unser Gespräch wurde nämlich unterbrochen von einem Türklopfen. Bevor Lisa überhaupt so etwas wie hereinsagen konnte, wurde diese daraufhin geöffnet. Vor uns stand Derek. Das Lächeln, das er in der ersten Sekunde noch auf dem Gesicht hatte, als er hereintrat, verschwand in dem Moment, in dem er mich sah. Sein ganzes Gesicht fror ein, genauso wie sein Körper. Derek starrte mich an und ich starrte zurück. Sofort stieg die Angst in mir hoch und ich begann schneller zu atmen. Sofort stürmte Lisa auf ihren Freund zu, als sie sah, wie sich sein Gesicht verdunkelte. »Derek«, rief sie und umarmte ihn anschließend. »Derek, bitte beruhige dich. Sag mir bitte, was ist hier los?« Derek schüttelte sich. Es sah so aus, als ob er gerade versuchte, gegen sich selbst anzukämpfen. Mein Körper war nun schon im Überlebensmodus. Das Adrenalin war voll da. Ich stürmte zum Fenster in Lisas Zimmer, bereit dort rauszuspringen. Das würde ich auf jeden Fall überleben. So konnte ich Derek entkommen. Doch Lisa schrie mir hinterher. »Halt, Vanessa, stopp!« Ich hielt inne und drehte mich um. »Er wird dir nichts tun. Bitte, Vanessa, vertrau mir einfach. Dafür werde ich schon sorgen.« Ich sah in Dereks Gesicht. Allmählich nahm dieses wieder einen ganz normalen Ausdruck an. Er atmete langsamer und gleichmäßiger. Ja, er schien sich wieder zu beruhigen. Dann fasste sich Derek mit der rechten Hand auf den Kopf und schüttelte diesen heftig. »Tut mir leid«, sagte er, und dann sah er zu mir. Derek sah verwirrt aus, völlig von der Rolle. »Ich weiß nicht, was gerade in mich gefahren ist. Sag mal, Vanessa, das hört sich jetzt vielleicht vollkommen psycho an. Aber ich bin sicher, dass ich dich von irgendwo kenne. Aber ich weiß nicht, woher. Und irgendwas löst du bei mir aus. Gestern bei unserem Treffen, da konnte ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, woher wir uns beide kennen. Ich weiß, du hältst mich wahrscheinlich für völlig verrückt. Ich bin gerade eben bei Lisa vollkommen ausgeflippt. Und das alles wegen dir. Hatte mich gar nicht mehr im Griff. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Aber wir beide, wir kennen uns. Wir kennen uns irgendwoher.« Langsam und vorsichtig ging ich ein paar Schritte auf Derek und Lisa zu. Lisa ließ ihren Freund jetzt auch allmählich los. Sie merkte, dass er jetzt wieder er selbst war. »Derek«, antwortete ich ihm, »du bist nicht verrückt. Ich habe das gleiche Gefühl bei dir.« »Was?« Völlig schockiert sah Derek mich an. »Ja«, antwortete ich und nickte. »Ich habe zwar nicht das Verlangen, auf dich loszugehen, sondern eher vor dir wegzulaufen, aber ich habe auch dieses unangenehme Gefühl bei dir gehabt. Von Anfang an. Lisa hat erzählt, dass du von meinen Augen geredet hast. Genauso war es bei mir auch. Deine Augen, Derek. Ich kenne deine Augen. Dein Blick.
Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt musste Derek sogar ein wenig lächeln. Er war erleichtert, dass er wohl scheinbar doch nicht dabei war, den Verstand zu verlieren. Und das bestärkte sich dann noch, als ich Derek alles Weitere erzählte. Von meinem Traum mit ihm und davon, dass ich ebenfalls in einem Waisenhaus aufgewachsen war. Das war natürlich der wichtigste Punkt. Es war nicht schwer, die Übereinstimmung zu finden, auch wenn Derek sich offenbar noch weniger erinnern konnte als ich. Aber der Schlüssel war Mr. Dalton. Derek wusste zwar nicht mehr seinen Namen, doch als er den Mann beschrieb, der sich um die Kinder gekümmert hatte, gab es am Ende keinen Zweifel mehr, dass wir beide uns von früher kannten. Wir waren garantiert im selben Waisenhaus aufgewachsen. Jedoch hatte sich die Sache damit längst nicht geklärt. Das war erst der Anfang, denn wir hatten immer noch keine Ahnung, warum wir so heftig aufeinander reagierten. Aber das wollten wir so schnell wie möglich herausfinden. Lisa und ich erzählten Derek von unserem Plan zum Waisenhaus zu fahren. Dereks Augen wurden groß. Du weißt, wo das Waisenhaus ist, ja? Fragte er aufgeregt. Ja, ich bin nur noch nie dorthin zurückgefahren, antwortete ich. Du etwa nicht? Nein, meine Eltern sind nicht zum Waisenhaus direkt gefahren, sondern sie haben sich mit diesem Mann, Mr. Dalton, irgendwo außerhalb getroffen. Sie haben nie erfahren, wo das Waisenhaus war, denn Mr. Dalton wollte es so. Er sagte zu meinen Eltern, dass es für mich am besten ist, wenn ich absolut keine Verbindung mehr zu ihm und dem Waisenhaus habe. Das war seine Bedingung, noch bevor es überhaupt zu einem Treffen kam. Aha, also doch schon mal eine wichtige Information. Doch diese warf zugegebenermaßen noch mehr Fragen auf, als sie Antworten gab. Warum hatte Mr. Dalton das gewollt? Und warum hatte er das bei mir nicht gewollt? Meine Eltern waren direkt zum Waisenhaus gekommen und wussten daher auch, wo es war. Alles wurde immer mysteriöser, jedoch konnten wir uns das ganze Rätselraten sparen, denn wir waren uns sicher und einig, dass wir den Grund herausfinden würden. Und zwar gleich morgen. Morgen würden wir zum Waisenhaus von Mr. Dalton fahren und Antworten auf all unsere Fragen bekommen. Wir entschieden uns aber dazu, ohne meine Mutter zu fahren, denn Derek und ich hatten das Gefühl, dass das etwas war, das wir alleine tun mussten. Eigentlich auch nur wir beide, doch Lisa flehte uns an, dass wir sie mitnahmen. Völlig ungebremst redete sie auf uns ein und sie hatte ja auch recht. Immerhin ging es hier um ihren Freund und ihre beste Freundin und sie hatte alles jetzt hautnah mitbekommen. Sie nun unwissend hier zu lassen, wäre einfach nicht fair und eine absolute seelische Tortur für sie. Also sollte sie mitkommen. Wir drei verabredeten uns also für den morgigen Tag bei Lisa, gleich um 10 Uhr morgens. Wir würden sofort losfahren. Derek war ja schon 18, hatte den Führerschein und ein eigenes Auto. Um Punkt 10 Uhr morgens saßen Lisa, Derek und ich in Dereks Auto. Wir fuhren los. Ich hatte die Adresse mitgebracht. Das Waisenhaus war über 5 Stunden Autofahrt entfernt. Wir hatten also für ausreichend Verpflegung gesorgt und hörten laute Musik. Wir wollten ein wenig gute Laune machen. Das Mysterium um unsere Vergangenheit war ja schon ernst genug. Und wer weiß, was noch alles auf uns zukommen würde, was wir alles heute erfahren würden. Warum dann nicht einfach die Fahrt genießen, herumalbern und versuchen, gar nicht so viel darüber nachzudenken und keine große Sache daraus zu machen? Je näher das Ziel rückte, desto mehr machte sich die Aufregung breit. In der letzten Stunde der Autofahrt stellten wir die Musik ab. Keiner wollte mehr irgendetwas essen oder trinken und alle schwiegen vor sich hin, völlig versunken in ihren Gedanken. Und dann kam er, der Zeitpunkt, den ich zugleich herbeisehnte. Aber vor dem ich mich auch gerne drücken wollte, wir erreichten das Waisenhaus. Und schon in der ersten Sekunde, als wir es sahen, bekam ich ein mulmiges Gefühl. Ich sah zu Derek, ihm schien es genauso zu gehen. Ich legte meine Hand auf seine Schulter. Alles wird gut, sagte ich zu ihm, und das schien ihn tatsächlich irgendwie zu beruhigen. Auch Lisa hielt jetzt seine Hand. Dann stiegen wir drei aus und machten uns auf. Wir klingelten. So wie man es kennt, schützte das Waisenhaus ein riesengroßes Gittertor. Das Waisenhaus selbst war auch riesengroß, aber wirklich schön war es eher nicht. Es hatte schon fast eher etwas Gespenstisches. Der Gedanke, dass wir an einem solchen Ort aufgewachsen waren,
und dass hier immer noch Kinder aufwuchsen, war erschaudernd. Eine Stimme ertönte etwa eine Minute, nachdem wir geklingelt hatten. Hallo? Derek, Lisa und ich sahen uns an. Wir hatten gar nicht besprochen, was wir sagen würden. Hallo, wir würden gerne reinkommen. Und zu Ihnen. Sind Sie Mr. Dalton? Kurze Stille. Und dann... Ja, der bin ich. Was wollen Sie? Wir müssen dringend mit Ihnen sprechen. Bitte lassen Sie uns rein. Wieder kurze Stille. Und dann... Gut. Das Geräusch ertönte und Derek, Lisa und ich konnten das Tor öffnen. Jetzt wurde es ernst. Wir gingen los durch den Vorgarten zur Eingangstür des Waisenhauses. Es war fast perfektes Timing. Gerade als wir diese erreichten, öffnete uns ein alter Mann die Tür. Er ging sehr gekrümmt, hatte nur noch wenig Haar und sah uns mit einem finsteren Blick an. Ich hatte keinen Zweifel. Das war Mr. Dalton. Auch wenn er stark gealtert war und nicht mehr so nett lächelte, das war er. Und auch in Dereks Reaktion konnte ich sehen, dass er den Mann kannte. »Wer seid ihr?« fragte Mr. Dalton skeptisch. Und durch seine Körperhaltung konnten wir sehen, dass wir noch nicht willkommen waren, einzutreten. Ich ergriff also das Wort. Mr. Dalton«, sagte ich, und mein Atem bebte vor Aufregung. »Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber ich und mein Freund hier, wir sind in Ihrem Waisenhaus aufgewachsen.« Jetzt wurde Mr. Daltons harte Miene etwas weicher. Nun sah er uns mit einem offenen, gespannten Blick an. Ich glaubte nun, den Mr. Dalton, den ich von früher kannte, wiederzuerkennen. Mein Name ist Vanessa und das ist Derek. Ich wurde im Alter von 5 Jahren adoptiert. Ja, und ich im Alter von 7 Jahren. Ergriff nun Derek zum ersten Mal selbst das Wort. Auch seine Aufregung war enorm zu hören in seiner Stimme. Ich weiß nicht, ob Sie... Doch Mr. Dalton unterbrach mich. Seine Kinnlade war heruntergeklappt. Natürlich erinnere ich mich an euch. Warum seid ihr hierher gekommen? So etwas sollte eigentlich nicht passieren. Und jetzt wurden Mr. Daltons Augen so groß wie die eines Erdmännchens. Nein, warum seid ihr zusammen? Wie kann das sein? Lisa, Derek und ich fuhren vor Schreck zusammen bei dieser Reaktion von Mr. Dalton. Er war völlig panisch. Mr. Dalton, was meinen Sie? Nein, kommt erstmal rein. Das können wir nicht hier draußen bereden. Kommt rein, na los! Mr. Dalton winkte uns hektisch hinein. Wir folgten ihm, auch wenn unsere Unsicherheit immer weiter anstieg. War es etwa ein Fehler gewesen, hierher zu kommen? Mr. Dalton sagte zunächst kein Wort mehr. Stattdessen ging er einfach nur voraus und wir folgten ihm. Wir gingen durch die Eingangshalle und betraten ein riesiges Zimmer. Dort drin spielten jede Menge Kinder. Ich musste schlucken, als ich das sah. Derek und ich tauschten einen langen, intensiven Blick aus. Hier hatten wir also früher gespielt, bestimmt auch unzählige Male zusammen. Ich beobachtete die Kinder. Sie waren genauso fröhlich und unbeschwert wie andere Kinder auch. Mr. Dalton nahm eines von ihnen auf den Arm, ein etwa 5-jähriges Mädchen. Sie hatte sich wohl gerade auf die Zunge gebissen. Mr. Dalton beruhigte sie, und als er das tat, erkannte ich ihn nun vollkommen wieder, den Mr. Dalton von früher. Während er das Kind auf dem Arm hatte, erkannte ich die wahre Seele von Mr. Dalton. Das hier tat er aus ganzem Herzen, das Ganze mit den Kindern. Mr. Dalton führte uns in ein Nebenzimmer, eine Art Klassenzimmer. Hier bekamen wohl einige der Kinder Unterricht. Mr. Dalton, ergriff ich nun das Wort. Was meint Sie damit, was Sie gerade eben gesagt haben? Bitte, wir wollen antworten. Derek und ich haben uns über Lisa hier kennengelernt. Sie ist seit Jahren meine beste Freundin und Derek ist ihr Freund. Aber als wir beide uns gesehen haben, da haben wir sofort gemerkt, dass da irgendwas zwischen uns ist, aber nicht gerade im Positiven. Ich hatte Angst vor Derek. Und Derek war für eine Zeit lang nicht mehr er selbst. Er hat davon gesprochen, mich umzubringen. Das muss doch etwas hiermit zu tun haben. Mr. Dalton schwieg zunächst. Doch dann schüttelte er langsam den Kopf. Ich kann's nicht glauben, sagte er. Ihr beide, ihr habt doch tatsächlich wieder zueinander gefunden. Und das, obwohl ich dachte, ihr hättet euch für immer getrennt. Tja, aber das nennt man wohl Schicksal. Mr. Dalton holte tief Luft. Der Grund dafür, dass ihr beide so aufeinander reagiert, ist, dass ihr etwas Schreckliches, etwas absolut Grauenhaftes durchmachen musstet. Also wirklich, meine schlimmste Befürchtung war eingetroffen. Das Waisenhaus hier,
Es war nicht immer so friedlich. Ganz im Gegenteil. Es wurde damals verwendet, um menschliche Experimente durchzuführen. Lisa schrie vor Schreck auf. Und auch Derek und ich fielen fast von unserem Stuhl. Wie bitte? Was haben Sie da gerade gesagt? Fragte ich. Ja, ich habe selbst davon lange nichts gewusst. Ich mache mir jedoch selbst bis heute große Vorwürfe, warum ich nichts gemerkt hatte. Ihr müsst wissen, ich war nicht immer der Besitzer dieses Weißen Hauses. Nein, leider nicht. Ich habe hier immer nur tagsüber gearbeitet und euch Kinder betreut. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Ich habe hier nicht mal übernachtet. Ich wünschte jedoch, das hätte ich. Denn dann hätte ich diese Grausamkeiten wirklich schon früher aufdecken können. Sie haben das also aufgedeckt? Fragte Derek. Ja, das habe ich. Irgendwann habe ich gemerkt, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber dazu komme ich gleich. Ich werde euch jetzt erst einmal erzählen, was hier veranstaltet wurde. Auch mit euch. Aber wie bereits gesagt, es ist ziemlich grausam. Furchtbar grausam, um genau zu sein. Ich wollte eigentlich, dass ihr es niemals erfahrt. Und so schnell wie möglich wegkommt von hier. Und diesen Ort nie wieder seht. Aber jetzt, wo ihr beide euch doch tatsächlich wieder über den Weg gelaufen seid. Also, seid ihr sicher, dass ihr es hören wollt? Derek und ich nickten auf der Stelle. Deswegen sind wir ja hier, antwortete ich. Nun, also, begann Mr. Dalton, dieses Waisenhaus gehörte einem alten Ehepaar. Einem sehr reichen alten Ehepaar. Sie haben dieses Haus damals gekauft. Es gehörte ihnen. Nach außen hin waren sie die gutmütigen, reichen und aufopferungsvollen Menschen, die hieraus ein Waisenhaus errichteten und sich selbst noch immer um die verwaisten Kinder kümmerten. Aber ihre wahre Motivation waren Menschenexperimente, die sie vor allem an Kindern durchführen wollten. Tagsüber war das hier also ein friedliches Waisenhaus, aber in der Nacht verwandelte es sich hier in die reinste Horroranstalt. Dank ihres Reichtums hatte das Ehepaar hier unten im Keller ein großes, fortschrittliches Labor bauen können, mit hochentwickelten Geräten. Bei ihren Experimenten waren die beiden vor allem von einer Frage wie besessen: Zu welchen Höchstleistungen sind Menschen fähig? Und wenn man absolute Höchstleistungen im Menschen hervorbringen will, dann setzt man sie am besten lebensbedrohlichen Bedingungen aus. Und das haben sie stets getan. Mr. Dalton sah uns an. Eine Träne kullerte seine Wange hinunter. Lisa, Derek und ich sagten nichts. Wir hörten einfach nur zu. Ja, viele Kinder sind daran gestorben. Aber weil sie ja hier im Waisenhaus waren, hat sie niemand vermisst. Außer dem Ehepaar selbst stand hinter ihnen auch ein gesamtes Forschungsteam. Die ganzen Ärzte der Kinder, die Lehrer und so weiter. Sie waren alle eingeweiht. Ihr ganzes Leben fand in diesem Waisenhaus statt. Der einzige Grund, warum sie mich holten, jemand, der nichts davon wusste, war, weil sie selbst langfristig planten, mich in ein Experiment einzubauen. Sie brauchten einen Erwachsenen. Und zwar einen, den die Kinder kannten, dem sie vertrauten. Dazu kam es jedoch Gott sei Dank nicht, da ich schon vorher alles aufdecken konnte. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls hat man bei euch beiden ein ganz besonderes Experiment durchgeführt. Und zwar zu zweit. Man hat euch... Mr. Dalton musste schlucken. Man hat euch beide gegeneinander kämpfen lassen. Mehrere Male. Man hat euch dabei unter eine Art Droge gesetzt. Sie hat euch abhängig gemacht. Und dann hat man euch beide zusammen mit einer Portion dieser Substanz in einen Raum getan. Und dann, naja, jetzt brach Mr. Dalton vollständig in Tränen aus. Und auch Derek und ich schauten uns mit weinenden Augen an. Was ist passiert? Fragte ich und versuchte tapfer zu bleiben. Ihr wart großartig, schluchzte Mr. Dalton, während er seine Augen mit einem Taschentuch abwischte. Ihr wart so unglaublich tapfer, wirklich. Ihr habt standgehalten, und zwar furchtbar lange, obwohl ihr beide schon komplett abhängig wart von dieser verdammten Substanz. Derek ist 1,5 Jahre älter als du. Er war dir körperlich also überlegen. Natürlich hat man erwartet, dass er den Kampf gewinnt. Man hat diese Droge immer ganz nah an dir platziert, Vanessa, damit du sie als Erste bekommst und er sie dir dann mit Gewalt abnehmen muss. Diese Substanz macht er außerdem fürchterlich aggressiv. Auf lange Sicht würde man alles tun, um sie zu bekommen. Auch morden. Aber Derek hat sich geweigert, dir weh zu tun. Er hat letztendlich immer dir die Droge überlassen. Das alte Ehepaar und die Wissenschaftler wurden schon verzweifelt. Doch irgendwann hat man die Ration der Droge noch weiter erhöht, bis ihr beide schließlich völlig abhängig und wie Tiere wart. Und das hat selbst Dereks Willen gebrochen. Ihr habt gegeneinander gekämpft. Natürlich hat Derek immer gewonnen. Darum hast du sofort Angst vor Derek gehabt, als du ihn gesehen hast, Vanessa. Und du, Derek, für dich war Vanessa dann irgendwann nur noch diejenige, die dir deine Droge ständig wegnehmen wollte.
Daher kam diese Aggressionsschübe. Ihr wart irgendwann vollkommen dicht. Ihr wart nicht mehr bei klarem Bewusstsein. Ich hatte das Gefühl, dass ich in meinem Stuhl gerade versank. Das war die schrecklichste Geschichte, die ich jemals gehört hatte. Und ich konnte nicht glauben, dass sie mir widerfahren war. Aber warum wir ausgerechnet? Fragte ich flüsternd, gegen meine Tränen ankämpfend. Sie haben gerade gesagt, unser starkes Band. Das alte Ehepaar wollte also wissen, wann diese Droge selbst stark vertraute Menschen dazu bringt, aufeinander loszugehen. Das heißt also, Derek und ich, wir waren... Ihr seid Geschwister. Ich schüttelte mich einmal heftig. Ich war mir zwar sicher, dass ich richtig verstanden hatte, doch ich war noch nicht fähig zu verarbeiten, was ich da gerade hörte. Ich sah zu Derek und er sah zu mir. Wir schauten uns an, etwa eine halbe Minute lang, und so lange herrschte Stille. Wir waren Geschwister. Derek, er war mein Bruder. Ihr wart unzertrennlich zusammen, redete Mr. Dalton weiter. Du hast ständig auf Vanessa aufgepasst, Derek. Hast sie immer beschützt. Ihr habt alles zusammen gemacht. Wirklich, nirgendwo wolltet ihr hingehen, ohne dass der andere mitkam. Solch ein starkes Band hatte ich zwischen zwei Kindern noch nie gesehen. Vorher und auch nachher nicht. Und ich arbeite schon lange mit Kindern, seit ich 16 Jahre alt bin. Doch das, was euch so besonders machte, ist euch leider zum Verhängnis geworden. Natürlich ist dem alten Ehepaar eure tiefe Liebe zueinander auch nicht entgangen. Ihr wart die perfekten Opfer für dieses diabolische Experiment für sie. Mr. Dalton atmete jetzt tief durch. Und sie hatten letztendlich Erfolg. Derek, du warst zwar tapferer als jeder Löwe, doch die Droge hat deinen Körper völlig kontrolliert. Und so hast du irgendwann angefangen, auf Vanessa einzuprügeln. Sie wurde dadurch mehrmals schwer verletzt. Ein paar Mal wäre sie sogar fast gestorben. Aber das warst nicht du, Derek. Das war die Droge. Das waren diese Monster, die euch das verabreicht haben. Vanessa wurde immer schwächer, von Tag zu Tag. Die Verletzung und die Sucht nach der Substanz haben dir furchtbar zugesetzt. Aber auch du warst eine Kämpferin. Du hast gekämpft und gekämpft, stärker als jeder Löwe. Und schließlich hast du es geschafft. Denn noch bevor du sterben konntest, habe ich die Machenschaften dieser Teufel aufdecken können. Du wurdest in eine Intensivklinik gebracht. Genauso auch du, Derek. Ihr wurdet versorgt. Und man hat euch langsam aber sicher wieder clean gemacht. Das dauerte eine Weile, aber letztendlich wurdet ihr gesund. Was jedoch nicht wieder gesund wurde, war euer Verhältnis. Es war einfach nicht mehr dasselbe, denn es war zerstört. Vanessa konnte nicht mehr mit Derek zusammen sein, ohne zu weinen und Angst zu haben. Und Derek ging immer wieder auf Vanessa los. Ich und auch speziell ausgebildete Sonderpädagogen haben alles versucht, was in unserer Macht stand, aber nichts hat geholfen. Ich hatte in der Zeit das Waisenhaus und somit eure Vormundschaft übernommen. Also entschied ich mich schweren Herzens dazu, euch zu trennen. Ich gab alles, um für dich, Derek, zwei Adoptiveltern zu finden. Und schließlich wurde ich auch fündig. Ich fand zwei wirklich tolle Menschen. Ich stellte jedoch die Bedingung, dass die beiden nicht erfahren würden, wo sich das Waisenhaus befindet. Naja, eines habe ich jedoch nicht bedacht. Zu schauen, dass ihr beide weit weg voneinander weiter aufwachst. Von all den möglichen Orten, die es hier in diesem großen Land gibt, müssen eure beiden Eltern natürlich genau in der Nähe wohnen. Und deine beste Freundin Vanessa muss sich genau in deinen Bruder verlieben. Derek und Lisa starrten uns an. Was für eine Geschichte. Das konnte doch nicht wahr sein. Also hatten Derek und ich uns wirklich wiedergefunden. Das war ein Moment für die Ewigkeit. Nach allem, was wir durchgemacht hatten, was Mr. Dalton für uns getan hatte, hatten wir diesen Moment verdient. Am Ende war alles gut geworden. Wir hatten gesiegt und nicht diese Droge. Lisa, komm doch auch noch dazu, lachte Mr. Dalton und winkte Lisa herbei. Ohne dich wären wir drei wahrscheinlich nie wieder zusammengekommen. Und so schloss ich auch Lisa unserer zweiten großen Umarmung an, die sehr lange anhielt. Danach spielten wir noch den ganzen Tag mit den Kindern. Wir taten das, was Mr. Dalton damals mit uns getan hatte. Bei der Verabschiedung versprachen wir, dass wir bald wiederkommen und ihn besuchen würden. Auf der Rückfahrt hatte ich das Gefühl, als ob sich ein ganzer Knoten in meinem Körper löste. Ich wusste nun endlich Bescheid über meine Vergangenheit. Und ich hatte meinen Bruder wiedergefunden. Was mit uns geschehen war, war mir egal. Diese Macht wollte ich dem irren Ehepaar nicht geben. Viel wichtiger war es, von dem starken Band zu erfahren, das ich mit Derek hatte. Denn das überstrahlte alles andere.
Und dieses Band, das würden wir beide wieder entfachen. Dafür würden wir kämpfen. Es ist unser erster Sommer in Schweden. Unsere Eltern haben sich an der Küste, bei Nyköping, ein kleines Ferienhaus gekauft. Die letzten Tage war das Wetter zu schlecht gewesen, um an den Strand zu gehen. Also hatten wir uns die Zeit relativ unspektakulär im Internet vertrieben. Vanessa, meine große Schwester, ist ein riesiger Fan von diesem einen YouTuber. Moritz Adventurer heißt sein Kanal, glaube ich. Er geht in längst verlassene, meist ziemlich baufällige Gebäude und filmt sich dabei. Für sein neues Video ist er sogar ganz nach Schweden gereist, um eine alte Kapelle zu besuchen. Ich interessiere mich überhaupt nicht für sowas. Keine Ahnung, was an eingeworfenen Fenstern und zugesprayten Wänden denn so toll sein soll. Deshalb habe ich mir das Video auch gar nicht erst angesehen. Aber Vanessa war Feuer und Flamme und hat mich überredet, mit ihr mitzukommen, um nach der Kapelle zu suchen. Denn sie schien nicht weit von Nyköping zu sein. Vanessa hat ständig irgendwas von Deckenmalereien gefaselt und nicht aufgehört zu nerven, bis ich irgendwann Ja gesagt habe. Unseren Eltern haben wir gesagt, wir wollten einen Stadtbummel machen, uns mit Klamotten eindecken. Deshalb sind sie gleich freiwillig zu Hause geblieben. Wir sind jetzt schon um die 2 Stunden unterwegs. Da Vanessa vor 2 Monaten ihren Führerschein gemacht hat, konnten wir uns einen Mietwagen besorgen. Die Stadt liegt bereits weit hinter uns. Auch an Bauernhöfen kommen wir kaum noch vorbei. Statt der Felder und Wiesen sehen wir bald nur noch Wälder. Die warmen Sonnenstrahlen werden von hochgewachsenen Tannen überdeckt. Hier müsste gleich irgendwo eine Straße kommen, meint Vanessa und lehnt sich dabei weit übers Steuer. Ah, da hinten ist was. Ich muss bei dem Anblick ein bisschen lachen. Da kommen wir doch mit der Möhre hier nicht durch, merke ich an. Ach was, ein bisschen laufen würde ich schon nicht umbringen, Lara. Und damit parkte Vanessa den rostigen Mietwagen am Straßenrand. Es ist weit und breit kein Haus zu sehen. Auch auf der Straße ist uns kaum ein Auto entgegengekommen. Hier ist nichts als Grünzeug und Bäume. Viele, unendlich viele Bäume. Wir holen unsere Taschen aus dem Kofferraum und betreten den sandigen Pfad. Es geht immer tiefer und tiefer in den Wald hinein. Obwohl es mitten am Tag ist, es ist ziemlich dunkel und kühl hier draußen. Die Sonne wird von den Baumkronen blockiert. Ich fange an, mich dafür zu verfluchen, eine Shorts angezogen zu haben. Und meine sowieso schon miese Laune geht weiter in den Keller. Vanessa hingegen scheint in ihrer Rolle als Abenteurerin richtig aufzugehen und kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus. Aber dann bleibt sie plötzlich stehen. Was ist? Frage ich. Shit, das Netz ist weg. Also das wundert mich hier in der Pampa gar nicht. Du bist echt gerade keine Hilfe, Lara, weißt du das? Ich verdrehe die Augen und lasse mich auf einem kleinen Felsen in der Nähe nieder, während Lara weiter an ihrem Handy rumfuchtelt, um doch noch vielleicht irgendwo Empfang zu bekommen. Aber vergebens. Dann ist das hier wohl die Endstation unseres kleinen Abenteuers. Was für ein beschissener Urlaub. Aber zugegeben, ich bin nicht mal besonders traurig. Ehrlich gesagt, will ich gerade nur noch nach Hause und meine Serie weiterschauen. Das hier ist Vanessas Ding, nicht meins. Ich seufze und schaue nach oben. Die Sonne ist nicht mehr über unseren Köpfen, sondern weiter im Westen. Mir kommt gerade der Gedanke, dass ich nicht besonders scharf darauf bin, hier im Dunkeln rumzuwandern. Und da sehe ich es. Die Umrisse eines Gebäudes verborgen hinter all dem Gestrüpp. Vanessa! Rufe ich immer wieder. Vanessa! Aber sie ist immer noch mit ihrem Handy beschäftigt. Irgendwann sieht sie dann aber doch auf. Mein Gott, was ist denn? Wir stehen die ganze Zeit direkt davor. Da hinten ist die Kapelle. Ihr Blick folgt meiner ausgestreckten Hand und jetzt kann auch sie es sehen. Wir folgen dem Pfad noch ein paar hundert Meter und finden uns schließlich auf einer Lichtung wieder. Tatsächlich, da vorne ist sie, die Kapelle. Umringt von den Überresten eines Friedhofs steht sie da, einsam und still. Vanessas Augen leuchten bei dem Anblick und natürlich lässt sie mich einfach stehen, um hineinzugehen. Mann, Vanessa, jetzt mach doch mal langsam, rufe ich ihr nach, aber natürlich wartet sie nicht auf mich. Schon ist sie hinter der schweren Holztür verschwunden. Leise fluchend latsche ich hinterher. Die brüchigen Grabsteine sind moosüberzogen und zum Teil bereits umgefallen. Die Inschriften sind nicht mehr zu erkennen. Ich laufe schneller, denn ich will auf keinen Fall länger alleine hier draußen bleiben. Friedhöfe jagen mir immer eine Art Schauer über den Rücken. Ich muss immer daran denken, wie viele Skelette wohl gerade unter mir liegen. Und das nur 1-2 Meter tief. Ich betrete die Kapelle. Es dauert ein paar Sekunden, bis meine Augen sich an die Dunkelheit da drin gewöhnt haben. Die staubige Luft setzt mir ziemlich zu. Vanessa, wo bist du denn?
krächze ich, aber ich höre nur meine eigene Stimme hallen. Ein paar Sonnenstrahlen finden ihren Weg durch die kleinen Löcher im Dach und beleuchten den Boden vor mir. Jeder Schritt löst ein leises Knarren auf dem Holz aus. Ein paar Bretter sind schon lose. Es hört sich beinahe an, als würde der Boden unter mir seufzen. Ich gehe an den morschen Bänken entlang, die nach all den Jahren immer noch perfekt in ihren Reihen stehen. Staubige Bücher liegen darauf. Vanessa! Ich spüre eine Enge in meiner Brust, während ich durch die Kapelle laufe. Keine Ahnung, was alle an diesen Lost Places finden. Der Scheiß ist verdammt nochmal echt gruselig. Ich will eigentlich nur noch nach Hause. Vanessa, jetzt meld dich doch mal! Plötzlich ein Geräusch. Bevor ich die Zeit habe, mich umzudrehen, werde ich geschubst und lande auf dem Boden. Schmerz durchdringt meinen ganzen Körper. Trotzdem versuche ich so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Da steht jemand. Es ist Vanessa und lacht sich gerade ihren Arsch ab. Ist das dein verdammter Ernst? Ich hab mich fast zu Tode erschreckt. Du hättest dein Gesicht mal sehen sollen. Huh, wer ist denn da? Ein Geist? Jetzt komm schon, ich helf dir auf. Nein, nein, lass mich. Ich spreche nicht weiter. Mein Blick blieb wie gefesselt an der Decke über uns. Ich merke gar nicht, wie mir der Mund aufklappt. Vanessa fängt an zu lachen, aber dann folgt sie meinem Blick und es bleibt ihr auch gleich im Hals stecken. Wow. Die Malereien, von denen Vanessa gesprochen hatte, sie erstrecken sich über die gesamte Decke und einige davon sind erstaunlich gut erhalten. Vanessa schießt sofort einen Haufen Fotos mit ihrem Handy. Ich stehe nur da und kann meinen Blick immer noch nicht abwenden. Dieses Gefühl, das ich gerade hatte, diese Enge in meiner Brust, ich spüre, wie sie sich in meinem ganzen Körper ausbreitet, wie ein kriechender, eiskalter Schauer. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Bildern, das kann ich spüren, aber was? Dann sehe ich es. Die Malereien, sie scheint zu zerlaufen. Die vielen Striche werden breiter und breiter und verdunkeln sich langsam in ein tiefes Rot. Die Farbe quillt völlig auf und tropft von der Decke. Erst langsam, dann immer schneller und heftiger, wie bei einem starken Regen. Was zur Hölle? Schrei ich auf. Schnell, lass uns raus hier, lass uns raus hier! Ich nehme meine Beine in die Hand und renne in Richtung Ausgang. Auf dem Boden haben sich bereits lauter rote Pfützen gebildet. Der Regen brennt auf meinen nackten Schenkeln wie Säure und das Prasseln ist mittlerweile so laut, dass ich kaum noch etwas anderes höre. Endlich komme ich an der Tür an. Ich reiße sie auf und stolpere hinaus. Vanessa ist direkt hinter mir. Sie packt meinen Arm, als ich nicht mehr kann, und zerrt mich den ganzen Weg zum Auto zurück. Verdammte Scheiße, was war denn das? Vanessa klammert sich förmlich an das Lenkrad und drückt das Gaspedal noch weiter runter, während wir die Landstraße entlang sausen. Der Wald liegt nun weit hinter uns. Ich will irgendetwas sagen, aber ich bin immer noch völlig aus der Puste. Ich verstand gar nichts mehr. Wenn meine Augen mich nicht täuschten, dann hat es in der Kapelle doch tatsächlich Blut geregnet, oder nicht? Ich kann noch immer das Brennen auf meiner Haut spüren, das dieser seltsame Regen verursacht hat. Aber wieso ist davon nichts mehr zu sehen? Nicht mal ein einziger Tropfen ist jetzt noch auf unserer Kleidung zu sehen. Eigentlich seit wir die Kapelle verlassen haben. Also das nächste Mal kannst du schön allein in dein Spukhaus gehen. Ich mach das definitiv nicht nochmal. Nein, danke, gebe ich meiner Schwester zu verstehen. Denn ich bin echt wütend auf sie. Aber in Wahrheit bin ich noch mehr wütend auf mich selbst, weil ich mich überhaupt zu so etwas habe überreden lassen. Mal wieder. Ich rede auf dem Heimweg kein Wort mehr mit ihr, sondern schaue aus dem Fenster. Die Sonne geht gerade unter. Im Ferienhaus angekommen, tischen wir unseren Eltern eine super tolle und super eintönige Geschichte auf, wie unser Tag in der Stadt war. Rückblickend wünsche ich mir, sie wäre wahr gewesen. Aber wir mussten ja unbedingt in diese gruselige Kapelle gehen. Ich will jetzt nur noch allein sein und schlafen, damit dieser grauenhafte Tag endlich ein Ende hat. Zum Glück schlafe ich schnell ein, doch irgendwann wache ich plötzlich auf. Träge öffne ich die Augen, schließe sie jedoch wieder, als ich feststelle, dass es noch mitten in der Nacht ist. Ich höre das Patschen von nackten Füßen auf Parkett, die durch den Flur und dann durch meine offene Tür laufen. Lara, flüstert meine Schwester an meinem Bett. Sie klingt ein wenig heiser und irgendwie zieht sie die Worte so komisch in die Länge, aber ich denke mir nichts dabei. Ich kann nicht schlafen. Ja, dann komm halt her, du Angsthase, murmel ich in mein Kopfkissen. Aber weck mich nicht auf.
Kurz darauf spüre ich, wie die Matratze bei meinem Bein nachgibt. Lara legt sich neben mich an die Wandseite des Bettes. Ich höre, wie sie atmet. Es ist irgendwie tiefer als sonst. Oh Mann, kannst du nicht irgendwie leiser atmen? Ich drücke mir das Kopfkissen gegen meine Ohren. Manchmal kann Vanessa echt nerven. Dann höre ich, wie im Flur eine Tür aufgeht und jemand das Licht anknipst. Hey Git, was ist das denn? Drängt es aus dem Flur. Sind das Fußspuren? Es ist Vanessas Stimme. Auf einmal bin ich hellwach. Nein, das muss ich mir doch eingebildet haben. Vanessa lag doch eben noch gerade neben mir. Ich höre, wie jemand näher kommt und dann abrupt stehen bleibt. Lara? Bist du gerade irgendwo reingetreten oder so? Da sind lauter rote Fußabdrücke. Es ist Vanessa. Es ist wirklich meine Schwester. Aber wer liegt dann bitte neben mir und atmet? Vanessa muss mein angsterfülltes Gesicht gesehen haben, denn sie stoppt mitten im Satz und erstarrt. Das Atmen wird immer lauter und bedrohlicher und scheint immer weniger Ähnlichkeit mit dem von meiner Schwester zu bekommen. Bei dem Klang stehen einem alle Nackenhaare zu Berge. Lara! Röchelt eine Stimme hinter mir immer wieder. Lara! Lara? Lara, wer ist das? Vanessas Stimme klingt dünn, fast wie ein Hauchen, als ob sie jeden Moment in Ohnmacht fallen wird. Wer liegt da neben dir? Verdammt, ich kann mich einfach nicht aus der Schockstarre lösen. Ich wage es kaum zu blinzeln, gar zu atmen. Ich sehe bloß das ängstliche Gesicht meiner Schwester in der Tür. Ich sehe ihre weit aufgerissenen Augen und ich weiß, dass ich es nicht sehen kann. Sie aber schon. Ein Bruchteil einer Sekunde später ist es plötzlich verschwunden. Kein Gewicht neben mir auf der Matratze. Sofort springe ich auf und renne aus der Dunkelheit, einfach nur raus aus meinem Zimmer. Wir verstecken uns für den Rest der Nacht in Vanessas Kleiderschrank. Keiner von uns traut sich irgendetwas zu sagen. Am nächsten Morgen sind die Fußabdrücke im Flur noch immer da. Es sind sogar noch welche dazugekommen, nachdem wir uns versteckt hatten. Noch viele, viele mehr. Irgendetwas ist hier herumgelaufen. Vielleicht hat es nach uns gesucht. Wir wollen unseren Eltern davon erzählen, aber wie sich herausstellt, können sie die Fußspur nicht sehen. Da sie unsere einzigen Beweise sind, die wir vorbringen können, lassen wir es fortan bleiben, davon zu sprechen, wenn sie in der Nähe sind. Es ist nicht bloß nachts, dass ich das Gefühl habe, verfolgt zu werden. Es scheint auch egal zu sein, wo wir hingehen. Es, was auch immer es ist, folgt uns. Stets spüre ich ein paar Augen, die mich beobachten. Unsichtbare Augen, die mich beobachten, während ich wach bin und auch wenn ich schlafe. Vanessa kann es ebenso spüren. Diese dunkle Präsenz, die an uns klebt, die sich an uns labt. Wir schlafen kaum noch. Und wenn doch, passt einer von uns auf und hält in der Zeit Wache. Aber schon bald reicht selbst das nicht mehr. Es war Mittwoch, etwa 3 Tage nach dem Ausflug zur Kapelle. Ich komme gerade mit dem Handtuch aus der Dusche und will mir die Haare föhnen. Die feuchtwarme Luft lässt den Spiegel über dem Waschbecken völlig beschlagen, also reibe ich ein paar Mal über die Oberfläche. Ich komme nicht weit und meine Hand erstarrt in der Bewegung. Langsam entferne ich sie vom Spiegel, denn hinter mir auf dem Duschvorhang ist plötzlich etwas. Etwas, das vorher nicht da gewesen ist. Langsam drehe ich mich um und erkenne einen Handabdruck. Nass und dunkelrot zerläuft er nach und nach am Duschvorhang. Ich halte den Atem an. Dann schaue ich nach unten. Auf dem Boden sind Fußabdrücke. 2 davon sogar direkt vor mir. Ich spüre einen übel riechenden Atem an meinem Gesicht. Doch ich sehe einfach niemanden. Lara! Ein krächzendes Flüstern direkt neben meinem Ohr. Lara! Ich weiche zurück und stoße mit dem Rücken gegen das Waschbecken. Mit Entsetzen beobachte ich, wie sich die Fußabdrücke langsam nähern. Im nächsten Moment werde ich auf einmal durch den Raum geschleudert und knalle gegen die Fliesen an der Wand. Ich muss bewusstlos geworden sein, denn an viel mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich wieder zu mir komme, ist Vanessa bei mir. Sie versucht, mich wachzurütteln. Kurz danach erzählen wir unseren Eltern, dass mein Kreislauf mal wieder verrückt gespielt hat, einfach nur damit sie keine Fragen stellen. Was auch immer dieses Ding sein mag, es ist uns aus der Kapelle gefolgt und ich bin mir mit einer Sache ziemlich sicher, es will uns töten.
Was ist mit diesem YouTuber, der vor uns in der Kapelle war? Fällt mir irgendwann ein. Dieser Moritz, vielleicht kann er uns ja helfen. Ich weiß nicht, meint Vanessa nur und zeigt mir daraufhin mehr oder weniger verstörende Videos, die er nach dem Besuch in der Kapelle hochgeladen hat. Lauter kurze Clips, in denen er unverständliches Gequassel in die Kamera redet, in denen er in verrücktes Gelächter ausbricht oder die Kamera einfach nur in die Dunkelheit hält. Wir schauen uns sein Kapellenvideo an, um nach Hinweisen zu suchen. Nach was überhaupt, das wissen wir selbst nicht so genau. Aber wir sind mittlerweile so verzweifelt, dass wir uns an jeden Strohhalm klammern, der sich uns bietet. Natürlich bleibt die Suche erfolglos. Bis auf die mysteriösen Malereien scheint alles an der Kapelle gewöhnlich zu sein. Wir beschließen daraufhin, Moritz trotzdem zu schreiben, denn er scheint ebenfalls nicht folgenlos aus der Kapelle rausgekommen zu sein. Kaum haben wir die Mail verschickt, kommt bereits eine Antwort. Nur eine Telefonnummer, sonst nichts. Ich mache mein Handy auf Lautsprecher. Es dauert ein paar Sekunden, bis jemand abnimmt. Doch schließlich... Hallo? Hallo, guten Tag. Wir sind Lara und Vanessa Müller. In der Mail... Ihr wart also auch in der Kapelle? Ja, hören Sie, deswegen wollten wir mit Ihnen sprechen. Wir waren vor ein paar Tagen da und seitdem fühlt es sich so an, als ob... Als ob euch etwas beobachtet. Als ob die Schatten in der Nacht eine Gestalt annehmen? Oh, glaubt mir, Kinder, das ist gerade mal erst der Anfang. Sie wird stärker und stärker werden, denn sie nährt sich von eurer Angst. Sie? Sie hat keinen Namen. Sie ist der Dämon aus den Deckenmalereien. Die Einheimischen hatten mich gewarnt. Seit Jahren traut sich keiner mehr auch nur in die Nähe dieser Kapelle. Seitdem eine Sekte dort ihr Unwesen getrieben hat. Satanisten, Teufelsanbeter. Sie waren es, die die Wände bemalt haben. Es war ein Ritual, eine Art Beschwörung, was weiß ich. Mir wurde gesagt, jeder, der dort reingeht, ist verflucht. Wenn ich nur auf die Leute oben im Dorf gehört hätte... Jetzt lebt sie in den Wänden, unter meiner Haut, in meinem Verstand. Ich träume nicht mehr. Wenn ich schlafe, sehe ich nur die Decke der Kapelle vor mir. Die Malereien, sie rufen nach mir. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit, diesen Fluch zu brechen? Das gibt es doch immer bei Flüchen, oder nicht? Moritz bricht in manisches Gelächter aus. Sie wird noch viel mehr mit euch spielen, wisst ihr? Sie wird sich an eurer Angst sattfressen, immer und immer wieder. Und wenn sie genug hat, dann lässt sie euch nach Hause kommen, damit sie eure Seelen fressen kann. Nach Hause? Was soll das bedeuten? Oh, da ist sie ja. Erschreckenderweise klingt er bei diesem Satz, als würde er sich freuen. Dann legt er auf. Am nächsten Morgen lese ich von seinem Verschwinden. Seine Frau hat sich an die schwedischen Medien gewandt, da er sich nicht mehr zurückmeldete. Sein Hotelzimmer fand die Polizei daraufhin verlassen vor. Irgendwie kriecht die schaurige Gewissheit in mir hoch, dass sie ihn niemals finden werden. Zumindest nicht lebendig. Ich renne in Vanessas Zimmer, um ihr davon zu erzählen. Aber was ich dort vorfinde, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Vanessa? Sie steht an der Wand und hat mir den Rücken zugedreht. Es kommt keinerlei Reaktion. Sie scheint wie in Trance zu sein, denn sie schlägt ihren Kopf immer wieder gegen die Tapete. Ich renne zu ihr und versuche sie davon abzuhalten, sie von der Wand wegzuzerren, aber es nützt alles nichts. Sie macht einfach weiter. Ihre Lider flackern und sie murmelt etwas. Sie wiederholt es wie ein Mantra. Du kriegst meine Seele nicht. Du kriegst sie nicht. Kriegst sie nicht. Kriegst sie... Endlich bekomme ich Vanessa von der Wand weg, aber im selben Moment schreit sie auf und kreischt manisch herum. Vanessa reißt sich los und beginnt damit, sich auf dem Boden hin und her zu rollen. Sie kratzt sich am ganzen Körper, so fest, dass sie anfängt zu bluten. Ich will ihre Arme nehmen, aber da kreischt sie. Nein, nicht! Sie ist unter meiner Haut! Sie kriecht dort herum! Sie soll weggehen! Weg! Da stürmen meine Eltern herein und bringen sie sofort in ein Krankenhaus. Dort setzt man sie unter starke Beruhigungsmittel. Die Ärzte wollen sie ein paar Nächte da behalten. Sie wollen herausfinden, was ihr fehlt. Aber sie werden nichts finden, denn keine Wissenschaft dieser Welt kann erklären, was gerade mit meiner Schwester passiert. Keiner kann das, denn Vanessa ist dabei, um ihre Seele zu kämpfen und verliert dabei ihren Verstand.
Ich weigere mich, von ihrer Seite zu weichen. Ich muss seit gefühlt 8 Stunden aufs Klo. Aber ich will ihre Hand nicht loslassen, denn sie ist hier. Ich kann spüren, wie sie uns im Schatten beobachtet. Mein Blick schweift durch den Raum, denn ich habe das Gefühl, sobald ich wegsehe, steht sie im Raum und starrt mich an. Und doch sehe ich sie nicht. Noch nicht. Ich lasse Vanessas Hand los und stehe von dem Stuhl neben dem Bett auf. Meine Knie fühlen sich an wie Butter. Du kriegst unsere Seelen nicht, hörst du? Also lass uns endlich in Ruhe! Die Schatten scheinen nur länger zu werden. Dunkler, dann rot, dann dunkelrot. Und eine dürre, geisterartige Gestalt wächst aus dem Boden hervor. Ich starre in ein knochiges, langgezogenes Gesicht, ohne Nase und ohne Mund. Dafür hat es abgrundtiefe Augenhöhlen, die schwärzer waren als alles, was ich bisher gesehen hatte. Die dünne Haut, die über den Knochen liegt, ist bleich, schon beinahe gräulich. Doch sie wird bedeckt von roter Farbe, die unentwegt von ihr hinuntertropft. Ich muss sofort wieder an den roten Regen in der Kapelle denken. Auch den metallischen Geruch in meiner Nase erkenne ich wieder. Und ich bekomme langsam Gewissheit darüber, dass es keine Farbe, sondern Blut war, das aus dem Gemälde in Sturzbächen auf uns hinabgeregnet war. Eine große, knochige Hand streckt sich zu mir aus. Ich weiche zurück, vergesse dabei aber, dass der Stuhl noch immer hinter mir steht und knalle unsanft auf den Boden. Angst! Gib mir deine Angst! Verschwinde! Meine Stimme versagt. Ich rutsche auf dem Boden immer weiter zurück, um Abstand zu gewinnen, aber sie folgt mir. Ihre leichenblassen Füße machen kaum ein Geräusch. Mein Puls hämmert in meinem Kopf, als ich die Wand hinter mir spüre. Mit Entsetzen verfolge ich die Hand, die sich mir nähert. Der glitschige Körper, der sich an mich presst und langsam auflöst. Jetzt weiß ich, was Vanessa zuvor gemeint hatte. Sie will mir unter die Haut und dort wahrscheinlich ihre Eier legen. Eier gefühlt aus Schrecken und Albträumen. Ich versuche, sie wegzudrücken, doch meine Hände finden auf der glitschigen, ekelhaften Haut des Dämons keinen Halt. Dafür bekomme ich etwas anderes zu fassen. Bevor ich überhaupt merke, was ich da gerade tue, halte ich das Feuerzeug vor mich, das beim Sturz aus meiner Hosentasche gefallen war. Die warme Flamme löst ein grässliches Kreischen aus. Die gesichtslose Kreatur lässt auf einmal von mir ab und weicht zurück. Zurück in die Dunkelheit und verschwindet. Ich habe es tatsächlich vertrieben. Ich betrachte das Feuerzeug in meinen Händen und es kam mir eine Idee. Vanessa schläft noch immer tief und fest im Krankenhausbett. Wenn das Ding meiner Schwester irgendetwas antut, würde ich mir das nie verzeihen. Das ist der Moment, in dem ich mich entscheide. Ich gehe zurück in die Kapelle. Es muss schnell gehen. Ich habe keine Zeit mehr. Wer weiß schon, wann sie wiederkommt. Also flitze ich aus dem Krankenhaus und renne den ganzen Weg zurück zu unserem Ferienhaus. Die Sonne geht gerade unter, als ich ankomme. Meine Eltern sind im Wohnzimmer und haben den Fernseher an, deshalb hören sie nicht, wie ich im Schuppen herumwühle. Papa hat einen Kanister Benzin in der Ecke stehen, für den Fall, dass mal der Strom ausfällt und wir den Generator anschalten müssten, was so gut wie nie passiert. Es wird ihm also gar nicht auffallen, dass der Kanister weg ist. Ich gehe zum Wagen meiner Eltern und werfe das Ding auf den Beifahrersitz. Ganz richtig. Ich, Lara Müller, 16 Jahre, werde gleich Auto fahren. Zwar war ich mit meinem Führerschein noch lange nicht fertig, aber die paar Fahrstunden, die mir Vanessa auf irgendwelchen verlassenen Parkplätzen gegeben hatte, müssten in diesem Fall irgendwie reichen. Oh Gott, Mama wird mir den Hals umdrehen, dachte ich. Dann holte ich den Schlüssel aus dem Handschuhfach und startete den Wagen. Keine Chance, dass meine Eltern das jetzt nicht gehört haben. Und da sind sie auch schon. Papa reißt die Haustür auf. In der Annahme, jemand will seinen geliebten Bus klauen. Damit liegt er auch ehrlicherweise nicht ganz falsch. Dennoch scheint er nicht damit gerechnet zu haben, dass es seine eigene Tochter ist. Ich habe keine Zeit für Erklärungen und drücke sofort das Gaspedal durch. Papa rennt mir noch nach. Er ruft nach mir, aber seine Figur wird auf der Straße immer kleiner und kleiner. Zum Glück sind nicht viele Autos unterwegs, doch die Sonne ist jetzt fast weg. Und ich sehe kaum etwas auf diesen bescheuerten, unbeleuchteten Landstraßen.
Meine Augen liegen konzentriert auf dem Weg vor mir. Mein Herz klopft wie bescheuert und ich kann kaum noch atmen. Von Minute zu Minute komme ich meinem Ziel näher. Doch das Atmen hinter mir auf dem Rücksitz lässt mich daran zweifeln, ob ich die Kapelle überhaupt erreichen werde. Ich blende es aus. Komme, was wolle, ich muss diese Kapelle zerstören. Es ist schon tief in der Nacht, als ich endlich ankomme. Ich nehme den Kanister und ziehe damit los. Statt mit einer Taschenlampe bin ich mit einem Sturmfeuerzeug bewaffnet, das ich ebenfalls im Schuppen gefunden habe. Sie ist hier. Ich höre ihre Schritte hinter mir, ihre nackten Füße auf der Erde. Aber nein, ich drehe mich nicht um. Ich fürchte mich davor, noch ein einziges Mal in dieses furchterregende Gesicht zu blicken. Je näher ich der Kapelle komme, desto mehr beginnt meine Haut zu kribbeln, als würde sich etwas darunter bewegen, sich winden, immer wieder. Irgendwann kann ich es nicht mehr ignorieren und ich fange an, mich zu kratzen. Es ist nicht auszuhalten. Dennoch halte ich das Feuerzeug vor mich in die Höhe. Es ist das Einzige, was den Dämon fernhält. Zumindest glaube ich das. Mittlerweile fühlt es sich so an, als wäre er schon lange in mich hineingekrochen. Wie ein Parasit, der seine Larven legt. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich mir selbst trauen kann. Ich komme bei der Lichtung an. Die Kapelle steht finster und verlassen da. Dagegen hatte sie am Tag ja richtig freundlich und einladend gewirkt. Ich gehe an den Grabsteinen vorbei. Das Atmen hinter mir hat plötzlich aufgehört. Meine Finger zittern, als ich den Verschluss des Kanisters öffnen will. Ich brauche 3 Versuche, bevor es endlich klappt. Mein Herz klopft, als ich die schwere Tür aufdrücke und die dunkle Kapelle betrete. Hier drinnen ist es noch viel düsterer als draußen im Wald. Langsam mache ich einen Schritt nach dem anderen. Jeder Schritt, jeder Atemzug hallt durch die Finsternis. Das Holz unter mir knarrt leise beim Laufen. Dann rühre ich mich nicht mehr. Ich vergesse sogar für einen Moment zu atmen. Die Bänke, an denen ich gerade vorbeilaufe, diesmal sind sie nicht mehr leer. Sie sitzt dort, sie beobachtet mich. Meine Haut kribbelt immer stärker und stärker, selbst im Gesicht, an den Ohren, unter den Füßen. Das Feuerzeug in der einen Hand haltend, kippe ich den Kanister aus. Ich verteile das Benzin im gesamten Raum. Dort finde ich dann noch Moritz. Seine Leiche hat bereits begonnen zu verwesen. Seine Augen sind weit aufgerissen und blicken starr und leer zu den Malereien hinauf. Der Dämon hatte ihn nach Hause geholt, genau wie Moritz es vorhergesagt hatte. Ich sehe mich um, aber die blutige, dürre Gestalt ist nicht mehr zu sehen. Aber es ist noch da. Es lungert irgendwo. Es wartet. Aber auf was? Mit schnellen Schritten haste ich in Richtung Ausgang. Dort angekommen schmeiße ich den Kanister mit dem letzten Rest in eine Ecke. Ich kann es kaum erwarten, dieses Höllenloch ein für allemal abzufackeln. Meine gesamten Glieder beben vom Juckreiz, als würden Tausende von Ameisen auf mir herumlaufen. »Ich weiß, dass du seine Seele gefressen hast«, rufe ich dann in die Dunkelheit hinein. »Aber Vanessa und mir, uns wird das nicht passieren. Viel Spaß beim Brennen, du Arschloch!« Ich will gerade das Feuerzeug in die Benzinspur werfen. Da ertönt wieder dieser ohrenbetäubende Schrei. Sie ist es. Sie ist direkt vor mir und stößt mein Feuerzeug weg. Aber ich reagiere sofort und will es zurückholen. Doch 2 knackend dürre Hände packen mich und schleudern mich einmal durch die Kapelle. Fressen! Es ist stockfinster, als ich wieder zu mir komme. Das Geräusch von langsam knarrendem Holz wird immer präsenter. Ich versuche, mich aufzusetzen, aber alles tut mir weh. Meine Hüfte fühlt sich zertrümmert an. Mein Kopf dröhnt immer noch von dem Aufprall mit dem Boden. Mein Körper fühlt sich nass an und ich kann nicht sagen, ob es Benzin oder Blut ist. Vielleicht auch beides. Fressen! Ich will fressen! Die Stimme ist ganz nah und dennoch scheint sie irgendwie von überall zu kommen. Ich hatte nicht viel Zeit, gleich würde sie mich erreichen. Mit meiner höllisch schmerzenden, gebrochenen Hand versuche ich hinter mir meine Hosentasche zu greifen. Und da war es, das 2. Feuerzeug. Ich versuche es anzumachen, immer und immer wieder, aber es geht nicht. Es funktioniert nicht, verdammt nochmal!
Ich spüre meinen Daumen schon nicht mehr. Hektisch versuche ich es mit dem Zeigefinger, aber auch das bekomme ich nicht wirklich hin. Deine Seele! Gib mir deine Seele! Ich höre ein grausiges Knacken direkt vor mir. Verpiss dich! In diesem Moment springt das Feuerzeug an und ich blicke in die hässliche Fratze des Dämons. Spitze Zähne, so lang wie Finger, ragen aus einem riesigen Mund heraus, der vorher noch nicht da gewesen war. Im selben Moment kreischt das Monster auf und weicht zurück. Ich schaue in die Flamme. Dann lasse ich das Feuerzeug vor mich auf den Boden fallen. Ich weiß, dass ich sterben werde. Aber zumindest kann ich dieses Ding mit mir nehmen. Das Feuer breitet sich rasend schnell in der Kapelle aus und die schmerzerfüllenden Schreie des Dämons erfüllen die Halle. Es sind die schönsten und zugleich scheußlichsten Geräusche, die ich je hören werde. Und solange ich lebe, werde ich sie nie vergessen. Ich wache auf und ich liege im selben Krankenhaus wie meine Schwester, sogar im gleichen Zimmer. Sie liegt direkt neben mir. Ich habe überall Verbrennung, aber sie haben mich retten können. Jemand muss die brennende Kapelle gesehen haben und hat die Feuerwehr gerufen. Sie ist niedergebrannt bis auf die Grundmauern. Aber mich konnte man retten. Und das nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Denn sie ist nicht mehr da. Ich sehe sie nicht mehr. Und auch meine Schwester scheint geheilt zu sein. Wir beide haben dieses schreckliche Abenteuer in Schweden überleben können. Nur der arme Moritz, er wird für immer ihr Opfer sein. Es war der schlimmste Tag unseres Lebens, als unsere Katze Lia starb. Es war ganz plötzlich. Es kam aus dem Nichts, absolut unerwartet. Sie war gerade einmal 2 Jahre alt geworden. Den Grund für ihren plötzlichen Tod kannten wir zwar nicht mit Sicherheit, doch sehr wahrscheinlich war es ein angeborener Herzfehler. Das sagte uns der Tierarzt, zu dem wir Lia verzweifelt gebracht hatten, nachdem sie vor unseren Augen zusammengebrochen war und aufgehört hatte zu atmen. Der Tierarzt, der jedoch nur ihren Tod feststellen konnte, erklärte uns, dass es bei der Rasse der britischen Kurzhaarkatzen, zu denen Lia gehörte, eine Erbkrankheit gibt, die das Herz betrifft. Wir konnten nichts mehr tun. Lia war tot und meine ganze Familie absolut erschüttert. Am schlimmsten war es natürlich für Laura, meine jüngere Schwester. Sie hatte sich damals vor 2 Jahren unbedingt eine Katze gewünscht. Über Monate hinweg hatte sie meine Eltern regelrecht angefleht, ihr eine zu kaufen. Und schließlich hatten diese dann irgendwann nachgegeben. Julia bekam Lia und war überglücklich. Lia war schon nach nur ein paar Tagen ihr Ein und Alles. Stundenlang spielte sie mit ihr und immer wenn Laura nach Hause kam, fragte sie schon nach Lia, bevor sie überhaupt erst zur Tür rein war und Hallo gesagt hatte. Deswegen war der größte Horror also nicht Lias Tod, sondern viel eher die Zeit danach. Denn hier ging es um meine Schwester. Die erste Woche, nachdem Lia gestorben war, war zwar furchtbar, aber sie war noch in Anführungszeichen normal. Laura trauerte unfassbar stark, weinte den ganzen Tag, was hatte man noch anderes erwartet. Doch nach dieser ersten Woche verhielt sich Laura irgendwie zunehmend merkwürdiger. Zum ersten Mal fiel es mir auf, als ich eines Morgens im Wohnzimmer saß. Sie stand da neben unserer gelb-grünen Couch, ein bisschen dort angelehnt und starrte einfach nur in die Ecke. Dabei blinzelte sie kein einziges Mal. »Laura?« rief ich zu ihr. »Laura?« Doch Laura antwortete nicht. Ihre Augen waren starr. Sie war wie in Trance versetzt. Natürlich sah ich in die Ecke, um zu sehen, ob dort irgendetwas war, aber da war nichts. In dieser Ecke, da platzierten wir nie irgendetwas. Sie war immer frei und aufgeräumt. Ich sprach Laura nochmal, mehrmals an, aber ich bekam absolut keine Reaktion. Erst als ich sie schüttelte, fing sie plötzlich an zu sprechen. Doch sie redete wie in Trance, so als ob ich gar nicht da wäre. Was für ein Glück, da ist ja Lia. Siehst du sie nicht? Sie ist zu uns zurückgekehrt. Ich musste erstmal heftig schlucken, als ich das hörte. Jetzt läuteten bei mir alle Alarmglocken. Ich holte sofort meine Eltern, aber als ich mit ihnen herunterkam, saß Laura am Frühstückstisch und aß Cornflakes. Sie war wieder raus aus ihrer Trance und wirkte wieder total normal. Als ich sie darauf ansprach, was das gerade eben gewesen war, schaute sie mich nur verdutzt an. Sie konnte sich ja nichts erinnern. Natürlich hofften wir, dass das eine einmalige Sache war, aber nach diesem Ereignis häuften sich die Vorfälle dieser Art.
Meine Schwester wurde zunehmend abwesender, selbst wenn sie nicht diese tranceartigen Anfälle hatte. Nach spätestens 2 weiteren Wochen war klar, dass Laura psychologische Hilfe brauchen würde, und zwar auf der Stelle. Doch obwohl meine Eltern sie drängten und mein Vater sie nach einem weiteren Anfall schon ins Auto zehren wollte, stimmte sie sich mit aller Kraft dagegen. Es ginge ihr gut, sagte sie immer. Auch mit einem zu uns bestellten Hauspsychologen wollte sie einfach nicht reden. Meine Eltern standen nun vor einer schweren Entscheidung. Laura brauchte Hilfe. Und zwar schnell. Sie waren kurz davor, Polizei, Jugendamt und alles andere einzuschalten. Denn Laura war nicht mehr zurechnungsfähig. Man musste sie praktisch zwingen, eine Behandlung einzunehmen. Doch dann passierte etwas Unfassbares. Es war ein Mittwoch und als Laura abends nach Hause kam, hatte sie in ihrer Hand auf einmal eine Katze. Eine britische Kurzhaarkatze. Es war zwar keine Babykatze mehr, aber sie war trotzdem noch süß. Meine Eltern glucksten, als Laura da so plötzlich vor ihnen stand. Sie wussten erstmal nicht, was sie ihm daraufhin sagen sollten. Laura hatte tatsächlich eigenhändig und ohne Erlaubnis eine Katze von einem Katzenzüchter in der Nähe gekauft. Von ihrem eigenen Ersparten. Ich sah zu meiner Mutter und meinem Vater in dem Moment, als Laura erzählte, wo sie die Katze her hatte. In einem Moment dachte ich, sie würden gleich völlig ausflippen. Und sie waren auch kurz davor. Die Fassungslosigkeit und die Hilflosigkeit hinsichtlich Lauras unkontrollierbarem Verhalten ließ die Wut in ihnen hochkochen. Doch sie sahen, wie Laura strahlte. Ja, sie strahlte wirklich, übers ganze Gesicht, wie ein Sonnenschein. So hatte ich sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Sie war nicht mehr wiederzuerkennen. Wenn man sie mit der Person verglich, die sie in den letzten Wochen gewesen war, dann, wie gesagt, war sie einfach wie neugeboren. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie, seit Lia gestorben war, nicht einmal mehr kurz gelächelt hatte. Und jetzt war sie wie ausgewechselt. Sie streichelte die kleine Katze in ihren Armen und schaute sie an wie eine Mutter ihr Baby nach dessen Geburt. Da stand plötzlich wieder Laura, meine Schwester, vor mir. Und das erkannten auch meine Eltern. Und so wich ihre Wut schnell in Erleichterung und Hoffnung. Dann hatte sie nun mal verbotenerweise eine Katze gekauft, ohne zu fragen. Na und, wenn ihr das dafür half, wieder normal zu werden und diesen Trauerschock zu überwinden, dann bitte! Und so bekamen wir schließlich ein neues Familienmitglied. Mia, so nannte Laura die kleine Katze. Mia war zuerst ein Segen. Mit Laura ging es tatsächlich zunächst bergauf. Sie war überglücklich, kümmerte sich genauso um Mia wie zuvor um Lia. Natürlich waren meine Eltern und ich erst einmal heilfroh. Aber dann wurde uns Laura unheimlich. Aber nicht auf die Art wie zuvor, nein, im Gegenteil. Es war ihre überglückliche Art, die uns immer mehr Sorgen bereitete. Es war zu extrem, viel zu stark. Sie trauerte gar nicht mehr um Lia. Es war so, als hätte es sie nie gegeben. Und wir mussten erkennen, dass Laura Lia einfach durch Mia ersetzt hatte. Dazu kam, dass ihre permanente Freude irgendwie nicht echt war. Also, ja doch, sie war vielleicht schon echt, sie war nicht gespielt, aber man konnte genau sehen, dass meine Schwester den Schmerz nur verdrängt hatte. Dass er nicht wirklich weg war. Dass sie ihn nur wegdrängen konnte, weil sie sich jetzt krampfhaft an Mia klammerte. Lauras Zustand hatte sich nicht etwa verbessert, er hatte sich sogar noch extrem verschlimmert. Sie wurde obsessiv, was Mia anging. Sie ließ sie nicht aus den Augen. Für keine Sekunde. Sie verbrachte jeden freien Moment mit ihr. Und irgendwann, als ich Mia dann auf den Arm nahm, schrie sie mich plötzlich an und riss sie mir wieder aus der Hand. Völlig erstarrt sah ich dann in die Augen meiner Schwester. Sie war nicht mehr zurechnungsfähig. Von da an häuften sich Fälle wie diese. Und eines Tages nannte Laura Mia nicht mehr Mia, sondern Lia. Und in diesem Moment entschieden meine Eltern, dass Laura in eine psychiatrische Anstalt musste. Und so trafen meine Eltern die schwierigste Entscheidung ihres Lebens. Sie gaben Mia weg, während meine Schwester in der Schule war. An diesem Tag überschlugen sich die Ereignisse. Polizisten und das Jugendamt waren da, um Laura mitzunehmen. Als Laura von der Schule kam und erfuhr, was passiert war, bekam sie eine Panikattacke und einen Tobsuchtsanfall hinterher. Sie wollte auf meine Eltern losgehen, sie schrie wie eine Wahnsinnige. Es war schrecklich, das alles mit anzusehen. Doch das, was meine Eltern getan hatten, war das einzig Richtige. Anders hätten sie Laura nicht mehr helfen können. Hätten wir Mia behalten, wäre es vermutlich irgendwann vollständig eskaliert. Meine Schwester ist jetzt schon 3 Monate in Behandlung. Ihr Zustand hat sich zwar etwas verbessert, aber ihr psychischer Zustand ist leider immer noch nicht stabil. Es hat tatsächlich 2 Monate gedauert, bis meine Eltern und ich wieder einigermaßen normal mit ihr reden konnten. Zum Glück ist Laura jetzt schon so weit, dass sie versteht, dass das, was meine Eltern getan haben, das einzig Richtige war. Ich hoffe sehr, dass Laura bald ganz geheilt ist und ich endlich meine Schwester wieder habe und meine Eltern ihre Tochter. Die Zeit bis dahin wird zwar hart,
aber die stehen wir gemeinsam durch. Wir schaffen das gemeinsam, sagt mein Vater. Wir sitzen wieder zusammen im Wohnzimmer und denken gerade an Laura, die immer noch in der Anstalt ist. Ja, das werden wir, stimme ich meinem Vater zu. Wir beide sind froh und guten Mutes. Nur irgendwie sagt meine Mama nichts dazu. Sie starrt einfach nur in die Ecke, in die leere Ecke des Wohnzimmers. Und auf einmal sagt sie, was für ein Glück, da ist ja Lia. Seht ihr sie etwa nicht? Sie ist zu uns zurückgekehrt. Du hast nach dieser Geschichte noch nicht genug? All unsere Hörbücher und Hörspiele kannst du in Spotify, Apple oder Amazon Music ganz bequem in einer Playlist anhören. Erster Link in der Beschreibung. Jetzt draufklicken. Gute Nacht.